gelagerten. Das ist, wie gesagt, La Magdalena. Wir waren ja schon ein paar oft mal dort. Dann ist oben dieser Bär als Ausflugsziel sehr bekannt. Hinten geht es nach Palau und hinten sieht man noch ein bisschen Korsika. Weil das hier direkt an der Grenze ist. Das ist also das Beste, was hinten ist, ein Sandstrand lang. Es geht jetzt hier ewig hinter und ändert sich auch nicht viel hier. Hier zum Windsurfen ist ein bisschen schwierig, weil wenn der Wind von links kommt, und der kommt meistens dann von hier oben über den Berg rüber, da fällt er runter und dann ist er böig und dann wird er hier in dieser Bucht hier schwächer. So, wenn man versucht hier praktisch hier nochmal an Land zu gehen hier, dann geht es sehr schwer. Und das habe ich gestern leider ein paar Mal erfahren müssen, da bin ich mit den ganzen Dingen rumgelaufen. So, machen wir nochmal einen Schwenk. Und da drüben ist der, geht es dann hinter diesen Festungen nach Baia Sardina. Hinten sieht man auch schon die kleine andere Insel. Das ist dann schon bei Porto Cervo vorne die Spitze. So, das war es jetzt schon. Hier übrigens nochmal kleine Sandbuchten auch. Oder man legt sie vielleicht hier oben drauf mit einer Liege. Lässt das Wasser pritscheln. Oder vielleicht geht man nochmal zu seiner eigenen Insel da vorne. Es kommt auch nochmal die Sonne durch. Weil meistens ist eigentlich hier auch Sonne. Heute ist mal ein bisschen riesiger. Man könnte ja auch hier einen kleinen Steg drüber machen, aber anscheinend machen sie das nicht. Ein Steg und hinten so ein kleines Solarbad. Wäre natürlich geil. Dass man praktisch dann ein bisschen am Rand mauert. Und dann dementsprechend Pumpensystem mit. Und dann immer abends Wasser reinpumpen. Dann warm werden lassen und dann wieder nächsten Abend reinpumpen und das alte raus. Dann könnte man also ein kleines Solarbad machen. Mitten im Meer. Wäre eine geile Sache. Da waren übrigens letztes Jahr die TP52 Weltmeisterschaften auch hier in diesem Becken hier. Und man kann dann hinten rumfahren und diesen Berg nach Palau links. Und dann auch entweder auch mal Maddalena, kann man auch weiter hinten rumfahren. Das ist ein schöner Hafen. Da war ja auch der Lord Nelson, Admiral Nelson. Die Engländer haben ja hier einen Stützpunkt gehabt. Und eigentlich ist das ja hier die italienische Naturhafen. Das ist aber nicht mal jetzt.